Lieblingsbücher zu benennen, sind meiner Meinung nach eine ziemlich schwere Angelegenheit. Aber um nochmal so einen kleinen Überblick reinzukriegen, möchte ich euch heute meine 5 Highlights aus dem Genre Jugendbuch vorstellen. Willkommen in einem neuen Video. Ich bin Eva und ja, ich weiß nicht, hat der ein oder andere von euch ein Lieblingsbuch? Ich habe nicht das eine Lieblingsbuch, aber ich habe so ein paar Reihen oder auch ein paar Bücher. Heute möchte ich mich allerdings auf die Buchreihen spezialisieren, die einen ziemlich bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. Und heute möchte ich euch meine Top 5 aus dem Jugendbuchbereich vorstellen. Generell habe ich in diese Top-List jetzt keine unterschiedlichen Abstufungen reingemacht. Also es gibt jetzt keine Reihe, die Nummer 1 ist und keine Reihe, die Nummer 5 ist, sondern alle irgendwie auf dem gleichen Level. Allerdings möchte ich jetzt mit einer Reihe anfangen, die ich bereits 2010 beendet habe und die, wenn mich jemand fragt nach meinem einen Lieblingsbuch, dann werde ich immer mit dieser Reihe antworten. Und die Reihe, die ich meine, nennt sich die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Ja, bereits 2010 habe ich diese Bände beendet. Den ersten habe ich allerdings schon ein paar Jahre vorher gelesen. Es ist definitiv eine meiner absoluten Lieblingsreihen und ich kann sie auch jedem empfehlen, der zumindest ein bisschen was mit Zeitreisen und ein bisschen was mit Liebe mag. Der ist hier auf jeden Fall richtig. Und weil es ja einen ersten Band gibt, kann ich euch von dem auch mal eben den Klappentext vorlesen. Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendoline, bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel in London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Und ihr klar wird, dass ausgerechnet sie das allergrößte Geheimnis ihrer Familie ist. Was ihr dagegen nicht klar ist, dass man sich zwischen den Zeiten möglichst nicht verlieben sollte, denn das macht die Sache erst richtig kompliziert. Ja, Rubin Rot ist der erste Band, weiter geht's dann mit Saphir Blau, dem zweiten Band, und Smaragd Grün, dem dritten Band. Es ist eine Reihe, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Es ist so eine schöne Reihe, ich habe mich so toll darin verliebt und das ist tatsächlich eine der wenigen Reihen, die ich auch mehrfach gelesen habe und wo ich denken würde, die könnte ich definitiv nochmals lesen. Weiter geht es ebenfalls mit einer Reihe, die ich 2011 beendet habe. Die steht allerdings jetzt nicht in meinem Regal, weil ich sie gerade an Michelle in Stuttgart verliehen habe. Und das ist tatsächlich schon eine Weile her. Deswegen steht sie auf jeden Fall nicht in meinem Regal, aber der Autor, der sie geschrieben hat, zählt tatsächlich zu meinen lieblingsdeutschen Autoren. Und die Rede ist von Kai Meier mit seiner Arkadien-Trilogie. Es ist eine unheimlich schöne kleine romantische Story mit ein bisschen Gestaltwandlerei mit drin. Allerdings finde ich eine komplett neue Art der Gestaltwandlerei. Gestaltwandlerung? Was ist da das richtige Wort? Es ist auf jeden Fall eine Reihe, die mich auch in unheimlich tolle Welten entführt hat. Und es ist, spielt also in der normalen Welt, aber eben mit diesen besonderen Gestaltwandlern und es entführt uns zwischen Mafiosi und Machtkämpfe und, naja, wie gesagt, es ist auch eine kleine Liebesstory dabei. Und weil ich jetzt den ersten Band gerade gar nicht in meinem Regal stehen habe, brauche ich mal eben mein Handy, um euch den Klappentext vorzulesen. Schon bei ihrer Ankunft auf Sizilien fühlt sich Rosa, als wäre sie in einen alten Film geraten. Der Chauffeur, der ihre zufällige Reisebekanntschaft Alessandro am Flughafen erwartet. Der heruntergekommene Palazzo ihrer Tante und dann die Gerüchte um zwei Mafia-Clans, die seit Generationen erbittert gegeneinander kämpfen. Die Alcantaras und die Canevaras. Rosas und Alessandros Familien. Trotzdem trifft sich Rosa weiterhin mit Alessandro. Seine kühne Anmut, seine animalische Eleganz faszinieren und verunsichern sie gleichermaßen. Doch in Alessandro ruht ein unheimliches Erbe, das nicht menschlich ist. Ja, das ist die Arkadien-Trilogie und ich fand sie unheimlich gut. Also das ist tatsächlich auch eine Reihe, wo ich jetzt denken würde, die würde ich unheimlich gerne nochmal lesen. Der erste Band ist Arkadien erwacht, der zweite Band Arkadien brennt und der dritte Band Arkadien fällt. Wer sie noch nicht gelesen hat, der kann hier auf jeden Fall in eine wundervolle Geschichte abtauchen. Ja, und ich habe zwar gesagt, es handelt sich um Buchreihen, aber witzigerweise handelt es sich auch bei allen meinen Tops um Trilogien. Denn auch die nächste Trilogie, die ich 2013 beendet habe, ja,
ist deine Jugendbuch-Trilogie. Die Rede ist von der Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Und das sind so unheimlich schöne Cover. Seht ihr das? So unheimlich schön. Ja, auch diese Trilogie ist schon ein bisschen älter. Also wie gesagt, 2013 habe ich sie bereits beendet. Und gekauft habe ich diesen ersten Band tatsächlich eigentlich aus dem Grund, weil der eine Protagonist und Held Lukas heißt. Und irgendwie mag ich den Namen Lukas. Und das war für mich der Grund. Aber gleichzeitig hat für mich mit dieser Trilogie auch irgendwie so meine griechische Götterleidenschaft angefangen. Also ich habe zwar noch nicht viele Bücher gelesen, tatsächlich, fällt mir gerade so auf, aber ich liebe Bücher mit griechischen Göttermythen, Sagen, was auch immer. Ja, und das ist halt in diesem Buch auch der Fall. Und deshalb lese ich jetzt euch mal vor, worum es geht. Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket. Auf der Insel ist nicht viel los und in den Sommerferien versinkt Helen in Langeweile. Ihre beste Freundin Claire hofft, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Der Wunsch geht in Erfüllung, als die Großfamilie Delos auf die Insel zieht. Alle Familienmitglieder sind ausgesprochen attraktiv und die ganze Insel ist hin und weg von den Neuankömmlingen. Alle außer Helen. Sie spürt von Anfang an großes Misstrauen gegenüber den Unbekannten. Im Schlaf wird Helen plötzlich von düsteren Albträumen heimgesucht. Es begegnen ihr dort drei unheimliche Frauen, die Rache nehmen wollen. Voran bleibt ihr vorerst ein Rätsel. Als Helen den gleichaltrigen Lukas Delos zum ersten Mal sieht, spürt sie wieder die Gegenwart der drei Frauen, die sie dazu drängen, Lukas anzugreifen. Und Helen geht tatsächlich auf ihn los. Was dahinter steckt, erfährt sie erst nach und nach, denn Lukas und Helen teilen ein gemeinsames göttliches Schicksal. Sie sind dazu verdammt, einen erbitterten Kampf der Mächte auszulösen und das, indem sie sich ineinander verlieben. Ja, damit wisst ihr schon, es geht auch hier um Romantik, aber das ist in Jugendbüchern wohl irgendwie so. Und eine Tatsache, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Und auch diese Reihe hat sich tatsächlich in meinen Kopf gebannt, auch wenn es echt schon so lange her ist, dass ich sie gelesen habe. Ja, der erste Band, Göttlich verdammt. Weiter geht es mit dem zweiten Band, Göttlich verloren, auch hier ein unheimlich schönes Cover. Und schließlich endet die Trilogie in dem Band Göttlich verliebt und ja, auch das Cover finde ich unheimlich schön. Insgesamt ist die gesamte Reihe unheimlich schön gestaltet. Also, wer diese Reihe auch noch nicht kennt, der darf sich hier gerne mal weiter informieren. Also, ich kann sie klar empfehlen. Noch sind wir nicht am Ende von diesem Video angekommen, denn ich habe noch genau zwei Reihen, die ich euch vorstellen möchte. Die erste ist tatsächlich keine Trilogie, wie mir gerade auffällt, sondern eine Quadrologie. Die Rede ist von dieser Reihe. Die Dämonenfängerin habe ich bereits tatsächlich 2014 beendet, also noch nicht ganz so lange her wie die Reihen, die ihr bisher gesehen habt. Sie besteht aus 4 Bänden und ich glaube, die sind alle gar nicht so dünn. Und was bei dieser Reihe auf jeden Fall auch neu ist, wie man am Buchschnitt schon sieht, man hat die Cover verändert. Band 1, die Dämonenfängerin, sieht noch in diesem klassischen Weiß so aus. Und Band 2, Seelenraub, hat man so gestaltet. Das ist ein deutlicher Unterschied, der mich tatsächlich etwas stört. Obwohl man das erste Cover tatsächlich neu herunterladen könnte, wenn man wollte. Ich habe mich allerdings geweigert, weil ich dieses Cover tatsächlich irgendwie schöner finde. Wobei ich da wahrscheinlich anderer Meinung bin als viele andere, aber was soll's? Jetzt steht das halt so ein bisschen verquer bei mir im Regal. Der erste Band einer der aufregendsten Serien aller Zeiten. Würdest du freiwillig wochenlang auf einem Friedhof kampieren, um deinen Vater vor der Unterwelt zu schützen? Oder dein Leben riskieren, um die Welt von Höllenbrut ersten Grades zu befreien? Riley Blackthorne hat keine andere Wahl, denn sie ist die Dämonenfängerin. Es ist eine tolle Reihe und auch hier geht es natürlich ein bisschen um Liebe und gleichzeitig kommen aber auch Fantasy-Elemente mit rein, wenn man diese Dämonen betrachtet. Es ist insgesamt eine total tolle Kombination und ich wage zu behaupten, dass ich dazu gar keine Rezension auf meinem Blog habe. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Falls doch, schaut einfach mal in der Infobox vorbei, dann habe ich euch das da natürlich verlinkt, auch zu den Büchern, die ich vorher vorgestellt habe natürlich. Diese Reihe stammt aus der Feder von Jana Oliver und konnte mich auf jeden Fall begeistern und deshalb hat es das auch in diese Highlights geschafft. Auftakt ist Anfang aller Hölle. Weiter geht es mit Seelenraub. Hier steht hinten übrigens eine witzige To-Do-Liste drauf. Dad finden, die Weihwasserbetrüger hochgehen lassen, die Welt retten, einkaufen, Wäsche waschen. Beide letzten Punkte erübrigen sich, falls sich das mit dem dritten nicht klappt. Ja, finde ich schon mal ziemlich witzig. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Humor drin.
Weiter geht es mit dem dritten Band, Höllenflüstern. Und der vierte Band ist schließlich Engelsfeuer. Und ja, ich kann auch sagen, auch hier verbirgt sich ein klitzekleines Körnchen Romantik. Aber auch total schön und passend und hat sich auf jeden Fall in meinen Kopf gebrannt. Und ich kann sie jedem empfehlen, der Fantasy-Jugendbücher mag. Der darf hier gerne mal reinschauen. Und last but not least ist ebenfalls keine Trilogie. Also irgendwie habe ich am Anfang was falsch gemacht. Denn diese letzte Reihe hat tatsächlich sogar ganze 5 Bände. 5 Bände, aber 5 Bände, die mich alle überzeugt haben. Und jetzt wird es langsam knifflig mit dem Festhalten. Die Rede ist von CC Hunters Shadow Falls Camp mit 5 Bänden. Ist ebenfalls aus dem Fischer Verlag übrigens und die haben, glaube ich, alle diesen Aufkleber Beste Serie der Welt oder sowas. Oder die besten Serien der Welt. Also zumindest die Dämonenfängerin hatte diesen Aufkleber auch. Ja, der erste Band, Um Mitternacht geboren? Geboren um Mitternacht ist der erste Band. Und hier steht es tatsächlich auch drauf, die besten Serien der Welt ist der Aufkleber hier. Und ich muss tatsächlich sagen, bisher hat sich das immer bestätigt. Also alle Serien, die ich gelesen habe, wo dieser Aufkleber drauf war, hat sich für mich bestätigt, dass es tatsächlich irgendwie sehr, sehr, sehr mir gefallen hat auf jeden Fall und damit auch den ein bisschen verdient, diesen Titel. Ja, Shadow Falls Camp hat ein unheimlich tolles, glänzendes Cover. Seht ihr das? Das ist so unheimlich cool gestaltet und es gibt tatsächlich zu dieser Reihe noch einen Spin-off, den ich noch nicht gelesen habe, aber lesen will. Aber weil das hier der erste Band ist, lese ich euch jetzt erstmal vor, worum es geht. Sie hat keine Ahnung, wer sie ist und welche Kräfte in ihr stecken. In Kylies Leben geht alles schief. Ihre Eltern lassen sich scheiden, ihr Freund hat Schluss gemacht und ihre Mutter schickt sie auch noch in ein Sommercamp. Doch Shadow Falls ist anders. Hierher kommt nur, wer übernatürliche Kräfte hat. Feen, Hexen, Vampire, Gestaltwandler und Werwölfe. Auch Kylie soll besondere Kräfte haben. Wenn sie nur wüsste, welche. Doch plötzlich wird das Camp bedroht. Nur, wenn sie alle ihre besonderen Kräfte gemeinsam einsetzen, werden sie die übermächtigen Feinde besiegen können. Hier hinten steht noch drauf, dass es für alle Fans von House of Night ist. Mir hat House of Night tatsächlich auch gefallen, zumindest die ersten 8 Bände, sag ich mal. Mehr habe ich noch nicht gelesen. Kann ich also auf jeden Fall zustimmen. Aber das hier ist auf jeden Fall ein definitives Highlight, das es verdient hat, in dieses Video zu kommen. Und ich kann euch sagen, auch hier geht es so ein bisschen um Romantik, aber das ist ja irgendwie immer so, wenn man Jugendliche in ein Sommercamp steckt, knistert das da nicht immer irgendwo, finde ich. Wobei hier die Romantik ein bisschen mehr Platz einnimmt, glaube ich. Also zumindest so bei 2 Faktoren. Ja, Geboren um Mitternacht ist der erste Band. Weiter geht es mit dem zweiten Band, Erwacht im Morgengrauen. Der dritte Band, Entführt in der Dämmerung. Band 4, Verfolgt im Mondlicht. Und letztendlich Band 5, Erwählt in tiefster Nacht. Und damit schließt sich ein wundervoller Kreis der Titel. Es geht los um Mitternacht und endet wieder in tiefster Nacht. Und geht dabei so um die verschiedenen Zeiten. Das finde ich unheimlich schön. Das ist eine tolle Reihe oder eine tolle Art und Weise, diese Reihe miteinander zu verknüpfen. Und ich finde diese Cover alle so unheimlich schön. Das finde ich immer so, sie glänzen so toll. Diese Reihe habe ich übrigens auch bereits 2014 beendet und ich erinnere mich noch daran, wie ich sie in meinem Urlaub durchgesuchtet habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Bücher an die Hand geben, die ihr vielleicht noch nicht gelesen habt, aber unbedingt lesen solltet im Bereich des Jugendbuchs. Es zieht sich natürlich eine ganze Reihe hinterher, aber wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, vielleicht in anderen Genres, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt doch gerne bei mir und lasst direkt ein Abo da, wobei ich glaube, es ist in der Ecke. Und ja, vielleicht könnt ihr hier schon mal weitere Sachen finden, die euch interessieren. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch lese. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.